Ihr wolltet es so, ihr bekommt es so. Ich habe für euch jetzt ein Update meines Ultimate Warby Builds und diesmal ist sie wirklich Ultimate. Ich präsentiere euch die zwei neuen Mods und natürlich zwei weitere Builds plus ein Waffenbild. Also fünf Builds in einem Video im Schnelldurchlauf. Und somit herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Und wir fangen auch schon direkt an. Einmal ganz kurz Labor abchecken. Ne? Nicht, dass es heißt, ich habe hier Level 100, Level 1er Mobs. So, Level 100 sind sie alle. Damit ihr auch wirklich seht, dass ich hier ordentlich Damage raushaue. Wir fangen als allererstes mal mit einem Sprung an. Und zwar ist das hier natürlich die kalte Kohäsion. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Aber ich fand ihn bis heute nicht wirklich pralle. Aber jetzt hauen wir damit bis zu 4 Millionen Schaden raus. Ich zeige euch das einmal anhand eines Videos, was ich jetzt gerade einmal aufgenommen habe. Hier ist das Video. So, wir porken erstmal ganz normal mit unserer kleinen Pfütze, damit die Gegner natürlich einmal Schaden nehmen. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Ein Skill reicht auf jeden Fall, ne? Und dann springen wir einmal rein und kabum, zack. Für diejenigen, die es jetzt nicht sehen konnten, ich spule einmal zurück, ganz kurz, und ihr werdet sehen, dass wir hier 3,9 Millionen Schaden gemacht haben mit dem Sprung. Und normalen Schaden sind wir bei 961.000. Und das kann sich natürlich hier richtig sehen lassen. Ihr seht selber, das prockt einfach noch weiter alles und dementsprechend haben wir hier ordentlich Damage rausgehauen. Und jetzt zeige ich euch auch einmal eben, dass es wirklich nur reicht, wenn wir einen einzigen Skill machen. Hier einmal ohne Vorskill, da sehen wir, da machen wir jetzt nicht wirklich Damage. Wenn wir einfach jetzt nur so reinspringen, so, wir machen jetzt hier 777.000, total langweilig. Daher ist es wichtig, dass wir zumindest einmal unsere Bälle machen, ja, oder eine Pfütze. Aber Hauptsache, es liegt Wasser schon mal auf dem Boden, damit wir hier natürlich das Maximale an Damage raushauen. So, einmal kurz Bälle gemacht, wir springen rein und zack, sehen wir hier 3,1 Millionen Schaden. Ist jetzt ein bisschen weniger wie vorher, ne, aber dafür, dass wir jetzt nur ein Skill benutzt haben, haben wir 3,1 Millionen Schaden plus. Und wenn wir jetzt noch andere Skills hinterher knallen, machen wir hier natürlich mehr Damage. Ja, und das bis zu 4 Millionen. Und ich denke, das kann sich hier auf jeden Fall einmal sehen lassen. So, was habe ich einmal hier verbaut? Wir fangen ganz klar eine kalte Kohäsion mit drin. Dann einmal Fernmanöver, finde ich mittlerweile auch schon ganz nice. Und erhöhtes Leben sollte mit drin sein. Dann haben wir hier natürlich Fertigkeiten Erkenntnis für unsere Crit Treffer Rate. Dann Fertigkeiten Konzentration für extra zusätzlich Crit Schaden. Und hier einmal die Fertigkeitseffekt Reichweite. Das war den blauen und dann hier einmal Fertigkeiten Abklingzeit. Wird hier natürlich ordentlich reduziert und Max LP wird hier natürlich erhöht. Dann attributlos Fokus. Attributlose Fertigkeitsstärke wird hier nochmal zusätzlich erhöht. Sowie die Abklingzeit der Fertigkeitsstärke bzw. der Fertigkeit allgemein. Dann attributlos Synthesium, Widerstand gegen Crit-Schaden brauchen wir jetzt nicht, ne? Aber was halt wichtig ist, ist attributlose Fertigkeitsstärke wird hier nochmal extra erhöht. Dann MP-Beschleuniger, Fertigkeitendauer bleibt auf jeden Fall länger liegen und zusätzlich Mana-Punkte bekommen wir dann noch hier. Fusionsfokus ist ebenfalls mit drin, zwecks Fertigkeiten Abklingzeit und nochmal zusätzlich Fusionsfertigkeitsstärke, denn unser Sprung ist eine Fusion. Ne? Und wie ihr seht, haben wir hier eine Abklingzeit mit dem Sprung von 13,2 Sekunden, hatten 10,6 Meter Radius. Und zu guter Letzt einmal Frontline für zusätzlich nochmal Crit Schaden und Crit Rate. Allgemein kommen wir dann hier auf 143,1 Crit Treffer Rate und Crit Schaden 180. Reicht vollkommen. Allgemein sind wir dann jetzt hier auch so, wie wir jetzt hier stehen, mit 5000 Schild und 10.000 Lehm am Start. So, zum Reaktor und zu den Komponenten komme ich gleich. Benutze ich im Allgemeinen überall gleich, sowie die Waffe natürlich auch. Bevor wir starten, möchte ich dich einmal kurz auf meinen Creator-Code aufmerksam machen.
Wenn du mich als Creator hinzufügst, unterstützt du mich und meinem Kanal. Es läuft dann wie folgt ab. Solltest du irgendwann im Spiel einmal einen Kauf tätigen, bekomme ich von Nexos einen ganz kleinen Anteil als Provision. Aber wie geht das Ganze? Wenn du auf den folgenden Link in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar einmal draufklickst, kommst du auf dieser Seite. Wenn du auf dieser Seite bist, brauchst du hier nur einen Haken setzen und dann auf Support klicken. Und das war's auch schon. Und somit hast du mich als Creator dann direkt hinzugefügt. Und dich selbst kostet das Ganze gar nichts, außer vielleicht 10 Sekunden deiner Zeit. Und das war's auch schon. Vielen Dank für deinen Support und weiter geht's mit dem Video. So, das war das eine. Dann gehen wir einmal zu den anderen Modul, was wir haben mit ihr. Und zwar ist das der Spiralflutwelle. Ich habe hier mit drin erhöhtes Leben, Zeitverteidigung wegen Abklingzeit, Notfallaufnahme, Dimensionsfokus, Frontline, Fertigkeiten Konzentration, Fertigkeiten Erweiterung, wegen der Dauer natürlich. Dann etwas gegen unsere Def, ne? Verteidigung wird hier erhöht und die Fertigkeitsstärke Modifikator wird erhöht. Dann hier tödliche Infektion. Wird ein kritischer Treffer mit Schusswaffen bei einem Gegner mit Schwächung erzielt, bekommen wir dann 5 Sekunden lang Fertigkeitsstärke. Ja, und das plus 2,5% bis zu 10 mal stapelbar. Werden wir dann bei 25% kann sich sehen lassen. Das habe ich jetzt einfach nur so mit reingenommen. Wie ihr seht, ist dieser Modul einfach nur sehr gut für den letzten Boss. Ja, weil wir müssen halt mit diesen Eiskugeln den letzten Boss einmal abknallen bzw. berühren, damit wir halt mehr Schaden nimmt und so und auch einfriert etc. pp. Und mit dem neuen Modul von Warby können wir dann halt so einen Wasserstrahl machen und diese Kugeln dann mehrfach zu ihnen hinmanövrieren. Und wenn du ein gutes Team hast oder so und die sehen, oh, die Kugeln fliegen zum Beispiel zu hoch oder daneben, dann schießen die dann gegen die Kugeln, damit die Kugeln dann auf jeden Fall Richtung Gegner gehen und dementsprechend geht der Gegner dann schneller zu Boden. Nur dafür ist dieses Modul jetzt wirklich so, in der Open World habe ich es auch ausprobiert, finde ich total useless, bin ich ganz ehrlich, braucht man nicht, der ist wirklich nur für diesen einen Boss perfekt. Des Weiteren gehen wir jetzt mal hier Richtung einmal Boss, wenn wir jetzt in einer Party spielen. Und ihr seht, jetzt nutzen wir natürlich hier den Feuchtigkeitsspender. Wie ihr den bekommen könnt, habe ich schon ein Video zugemacht, das bin ich euch jetzt oben rechts einmal in die Infobox rein. Es ist ein einfacher Weg, klappt halt nicht immer, der Loot ist halt Glückssache. Ich habe dafür 1,5 Stunden gebraucht, habe ich euch auch im Video erklärt, aber ich habe hier da bezüglich auf jeden Fall eine coole Location am Start. Hier sind wir jetzt bei 8000 Leben und bei 10.000 Def, wenn wir jetzt in der Gruppe spielen. Und hier habe ich auch ganz normal wieder erhöhtes Leben mit drin. Fertigkeiten, Konzentration ist mit drin. Techniker ist dann mit drin. Techniker wegen Fertigkeitsstärke, Modifikator natürlich. Dann hier wieder Fertigkeiten, Dauererhöhung. Tödliche Infektion auf jeden Fall safe. Wenn ihr nämlich nicht anvisiert werdet oder so, könnt ihr immer schön Crit ballern. Und dementsprechend können wir hier nochmal durch unseren Fähigkeiten mehr Schaden raushauen. Hier auch wieder eiserne Verteidigung mit drin, etc. pp. Ne? So, dass ihr jetzt einmal hier am Start seid. Jetzt geht es Richtung Mobs Farm. Hier habe ich auch eine kleine Änderung gemacht und hier, das haut auf jeden Fall schon mehr rein, wenn wir uns das Ganze jetzt einmal so anschauen. Ich gehe einmal hier hin. Hier habt ihr gesehen, haben wir schon direkt mit dem ersten Ball 1,7 Millionen Schaden gemacht. Kann sich sehen lassen. Wir gehen jetzt einmal hier direkt rum. So, mit unserer Wasserpfütze. Und ihr seht, wir procken die ganze Zeit nonstop. 551.000 Crit. Und das kann sich sehen lassen. Das kommt aber auch dadurch, dass wir halt dieses Modul haben. Wenn wir natürlich in einer Wasserpfütze sind, dann kriegen wir hier auf jeden Fall mehr Erhöhung zwecks Crit Rate. Unter anderem steht ja hier, erhöht beim Einsatz auf dem Wasser kritische Treffer Rate mit Fertigkeit, Fertigkeitendauer und Auslöserate des Schusswaffenattributs. Eine Verringerung des MP-Verbrauchs tritt hier nicht ein. Ja, und deswegen immer schön in der Pfütze bleiben. Wir gehen noch einmal rum und ihr seht selbst, es prockt die ganze Zeit richtig nice. Finde ich cool. Okay, jetzt auf der linken Seite irgendwie, die wollen jetzt nicht. Zack, 1,4 Millionen Schaden. Kann sich sehen lassen. Jetzt machen wir den auch noch mit rein, damit wir gucken, was wir noch so an Damage rausholen können. Zack. Und ja, es kann sich sehen lassen zum Mob-Farmen. Richtig nice für die ganzen Warby-Runs. Total easy peasy in der Open World. Einfach nur so durchgehen und
ihr seht selber, die Reichweite, ne, ist einfach nur krass. Ich mache jetzt da hinten die Pfütze rein, zack, und ihr seht, guck mal, wie riesig das ist. Ist einfach der Wahnsinn. Also Wolby ist einfach nicht verkehrt. Ihr seht selber und guck mal, wie lange die ganze Pfütze hier bestehen bleibt. Ist schon echt heftig und wie ich schon erwähnt habe, für den Wolby Run eigentlich richtig, richtig cool. Zack, einmal wieder rein und es triggert ohne Ende. Deswegen schauen wir uns das Ganze mal an, was wir jetzt hier mit am Start haben. Hier auf jeden Fall Konditionskampf mit drin. Maximale LP 122% wird nochmal erhöht. Dann Fertigkeitendauer wird nochmal zusätzlich erhöht. Hier haben wir nochmal Abklingzeit. Hier haben wir wieder Crit Schaden und wieder Crit Rate. Dann haben wir wieder attributlose Fertigkeitsstärke wird hier nochmal zusätzlich erhöht. Sowie die Abklingzeit ebenfalls nochmal. Frontline nochmal zusätzlich Crit Schaden, Crit Rate. Hier Fertigkeitendauer erhöht und Fertigkeitenreichweite erhöht. Fertigkeitenverfeinerung haben wir noch mit drin. Wir haben zwar 25% weniger Mana, also MP, aber das stört uns komplett nicht. Denn wenn wir uns in der Pfütze bewegen, macht der Feuchtigkeitsspender hier ordentlich seinen Job. Und natürlich hier wieder Fertigkeitenstärke-Modifikator und hier wieder Crit Rate und Crit Schaden. Ja, soweit so gut. Wenn wir jetzt nämlich hier auch Boss Party machen oder so mit diesem Bild, ihr seht es gerade selber, wir kämpfen gegen den Verschlinger. Wir haben gegen den Verschlinger überhaupt keine Probleme, denn wir brauchen für diesen Verschlinger hier knappe 15 Sekunden. Und 15 Sekunden, das ist schon extrem schnell, finde ich, für eine Wolby. Und ja, der Mod und die Waffe, das ist eine gute Kombination, ja. Und deswegen finde ich diesen Bild schon gegen Bosse richtig cool. Auch gerade, wenn man mit einer Party zusammenspielt oder so, da können wir hier nochmal richtig Damage raushauen. So, dann schauen wir uns einmal den Reaktor an. Beim Reaktor habe ich mit drin natürlich den Materia-Phasenreaktor für zusätzlich attributlosen Fertigkeitsstärke und Dimension. Und drinnen habe ich zum Schluss noch Crit-Schadenerhöhung und Crit-Treffer-Rate, was die Fertigkeiten angeht. Das kann sich ebenfalls nochmal sehen lassen. Dann habe ich Folgendes noch mit drin, den Metzler. Ne? Einmal komplett alles mit dem Metzler zusammen, 4 Stück in der Zahl. Denn Standardmunition wird ja nochmal erhöht. Gerade richtig perfekt gegen Kolossen. Mehr Munition. Fertigkeit kosten ein bisschen erhöht, aber dafür die Fertigkeitsstärke nochmal richtig krass hochgeschraubt bei 26,1%. Bei der Waffe, hier bleibendes Vermächtnis. Habe ich auch schon ein Video zu gemacht. Haben wir bestimmte Affixe mit drin. Giftangriff, Schusswaffen-Crit-Schaden, Schusswaffenangriff und nochmal Schusswaffen-Crit-Treffer-Rate mit drin. Hier, die habe ich auf 4 geknallt. Wir gucken uns einmal eben schnell die Module an. So sieht es natürlich aus. Vorher hatte ich hier natürlich volles Magazin mit drin. Warte, wir schauen uns das Ganze mal an. So, nicht, dass jetzt hier gleich einer von euch meckert und sagt, Spike, warum hast du kein erweitertes Magazin mit drin? Hier kriegen wir 49%, okay, 49% mehr Kugeln. Und mit diesem Modul haben wir 30% mehr Kugeln, 19% weniger. Damit kann man leben. Aber dafür haben wir durch dieses Modul nochmal zusätzlich kritischen Trefferschaden mit dieser Schusswaffe, was natürlich richtig reinknallt. Ja, wir gucken uns das einmal alles an. So, ich gehe mal hier schön in die Pfütze rein und dann schieße ich mal auf die Gegner. Und ihr seht selbst, Crit Rate ist am Start und wir schießen immer mehr, machen an die 600.000 Damage. Und das kann sich sehen lassen. Ne? Deswegen bin ich auch ein Riesenfan von dem Modul. Wo haben wir es? Scharfe Präzisionsschuss. Und ja, ich habe tatsächlich auch mentalen Fokus drauf gehabt. Aber mit scharfer Präzisionsschuss kriegst du die Gegner viel schneller down. Auch allgemein die ganzen Schwachstellen, die gehen schneller down. Ja, ihr macht mehr Schaden. Natürlich. Ne? Und der Schaden stapelt sich. Aber mit dieser Waffe, da können wir hohen Waffengeschwindigkeit viel schneller und effektiver rumknallen. Ist meine Meinung. Klar, ich denke mal, der ein oder andere von euch würde das eventuell bevorzugen, aber ich bevorzuge persönlich das und komme damit auch viel besser klar. Klar, versteckter Drall, Wirkung gegen Wirkung, Feuer-Rate-Erhöhung, dann hier Crit-Schaden, Crit-Treffer-Rate, Feuer, extra Schaden mit draufnehmen, denn die Waffe hat halt einen speziellen Effekt. Wir schauen uns das einmal ganz kurz an, für diejenigen, die es noch nicht wissen. Spezialeffekt,
Hier steht unter anderem, wenn du einen vom Brand betroffenen Gegner triffst, wird dein Schusswaffenangriff erhöht und diese Stärkung den Angriff hinzugefügt. Und zusätzlich, ihr habt ja gesehen, als Affix habe ich Gift drauf. Hier steht, wenn wir jetzt nochmal Feuer, Kälte, Elektro oder Gift drauf haben, machen wir hier nochmal zusätzlich ein klein wenig Damage. Das heißt, ihr müsst zwei verschiedene Attribute drauf haben. Okay, so weit, so gut. Ah ja, dann gucken wir uns das nochmal ganz kurz an. Klar, Schwachpunktvisier mit drin und Konzentrationspriorität, zwecks Schusswaffen, Crit, Schaden. Ja, und das war's auch schon. Das war der Allround Ballbee-Build der Extra-Klasse. Ich hoffe, du hast bis hierhin zugeguckt. Wenn ja, dann schreib mal ein Sternchen in den Chat, damit ich weiß, dass du einer der coolsten bist, die dieses Video bis zum Schluss geschaut haben. Ich würde auch schon fast sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Freigeist TV ist raus. Ciao, ciao.